Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gott macht Ihnen dieses Jahr das Planen und Gestalten der Festtage besonders leicht. Mit einem grossen Angebot, mit günstigen Preisen und mit Menüvorschlägen von Bitti Bossi, die garantiert gut gelingen. In der Vorspeise in unserem Festtagsmagazin hat es unter anderem ein feines Lachsmus und eine Meerrettichsoße. Weil Lachs zu den beliebtesten Fisch gehört, verkauft Coop auch Lachs aus kontrollierter biologischer Fischzucht und kommt damit dem Ruf nach einer umwelt- und tiergerechten Aufzucht entgegen. Die Heimat des Biolachs von Coop Natura Plan ist Clare Island Sea Farm im Atlantik an der Westküste von Irland. Die Lachs werden dort in grossen Netzkegeln aufgezogen. Sie haben viel Bewegungsfreiheit und die starke Strömung verhindert, dass sich Parasiten entwickeln können. Mit 10 statt der üblichen 40 kg Fisch pro Kubikmeter Wasser ist die Haltungsdichte gegenüber der konventionellen Zucht deutlich reduziert. Und weil auch weniger intensiv gefüttert wird, wachsen die Fische langsamer auf. Für alle Fische von Coop gibt es nach der Ankunft früh am Morgen als erstes eine sorgfältige Eingangskontrolle. Ein Teil des Fisches wird bei Coop in Selbstbedienung verkauft. Fertig zerlegt und dressiert, werden die schönsten Filets aussortiert und in spezielle Frischhaltepackungen abgefüllt. Da sieht man gerade, wie der Lachs vorbereitet wird. Der fettige Teil grosszügig entfernt, dann in Tranchen geschnitten oder kunstvoll filetiert. Nicht nur Tranchen oder Filet, auch Spezialitäten wie Fischspiessli oder Lachs zu Rouladen verschnürt, gehören zum Angebot unserer Fischabteilung. Auch im Teleskop gibt es zurzeit Festtagsmenü. Hier ein Vorgeschmack auf das, was Sie morgen erwartet. Hier habe ich meinen Frischkäse, den habe ich schon mal so ein bisschen zerquillt. Jetzt tue ich die Abschnitte von meinen Feigen, Rondellen, die ich geschnitten habe, einfach gerade da drin. Und dann tue ich einfach einmal ein Drittel drin. Es löst sich auch super schön mit dem Zellophan. Sehr gut. Das ist also wirklich ein guter Trick. Und sie ist auch fest geworden. Das schauen wir jetzt gerade. Das wären also unsere Feigen darin. Das ganze Rezept sehen Sie wie immer in voller Länge zum Nachkochen, morgen über den Mittag um 12:30 auf dem Sender und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Bei uns im Bistro begrüße ich jetzt den Armin Amrain, den Shootingstar von der Innerschweizer Kochszene, wie er kürzlich von der Fachpresse genannt worden ist. Sali Susanne, grüezi miteinander. Armin, Fisch ist gut und vielseitig. Was aber sind die gesundheitlichen Aspekte? Fisch ist unter anderem ein wichtiger Lieferant von viel zitierten Omega-3-Säuren, die gemäss fundierten Studien einen positiven Einfluss auf Herz- und Kreislauftätigkeit hat. Gerade fettreiche Fische wie der Lachs enthalten viel von diesen Omega-3-Fettsäuren. Und wie oft muss man Fisch essen, damit man genug von diesen Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt? Mit dem regelmäßigen Konsum von 2 Portionen pro Woche ist die Versorgung gewährleistet. 2-mal Lachs pro Woche ist übrigens kein Problem, weil man ihn sehr vielseitig zubereiten kann. Als Anregung für die Festtage habe ich Ihnen 3 Rezeptvorschläge mitgebracht. Zum Beispiel grillierten Lachs auf Antipasti-Gemüse mit etwas Pesto, pochierten Lachs auf Lauchgemüse mit Safransauce und einmal einen gebratenen Lachs auf Fenkelgemüse mit Orangen. Das sieht aber fein aus. Danke, Armin. Gerne geschehen. Wer so den Festtag gerne stimmungsvoll, aber unkompliziert hat, sollte die neue Bell Gourmet und Coop Tischgrillplatte aus unserer Fleischabteilung ausprobieren. Zur Wahl steht eine Geflügelplatte, eine gemischte Fleischplatte und eine Gourmetplatte von Bell. Es hat also praktisch für jeden Geschmack etwas. Alles, was man für den Tischgrillplausch braucht, ist ein elektrischer Grill oder ein Raclette-Töffel von Satrap. Die Soße kann man entweder selber machen, nach dem Rezept von Bitti Bossi aus dem Festtagsmagazin oder nach Belieben aus dem grossen Sortiment von Coop wählen. Weil nicht jeder Tag ein Festtag ist, haben wir auch heute ein paar Aktionen ausgesucht, die Sie bestimmt gut brauchen können. Tamara? Das stimmt. Unter anderem haben wir diese Woche wieder verschiedene Halbpreisangebote. Zum Beispiel 3 Dosen Coop Spargelspitzen für 3,75 Franken. Schweizer Poulet-Schenkel gewürzt gibt es für 8 Franken. Und 3 Kilo Blondorangen aus Spanien für 3,40 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die ihr nicht verpassen solltet. Nicht verpassen sollten Sie auch die Aktion Weihnachtsgeld von TopTip. Bis zum nächsten Samstag, am 7. Dezember, gibt es auf dem gesamten Möbelsortiment von TopTip 10% Rabatt. Es ist auch eine gute Geschenkidee, wenn man selber momentan keine Möbel braucht. Das war es für heute. In einer Woche haben wir für Sie weitere Ideen und Tipps fürs Festtagsmenü bereit.
Es würde mich freuen, wenn ich Sie dann auch wieder begrüßen darf. Auf Wiedersehen!